Außergewöhnliche Bewegungen, die die Grenzen des traditionellen Balletts herausfordern. Guy de Lattre, Dance Company. Und er ist der kreative Kopf, der Choreograf. Stéphane de Lattre bei der Generalprobe am Vormittag. Jetzt muss alles klappen. Stéphane will sich selbst davon überzeugen, dass alles perfekt läuft. Deshalb auch eine Stippvisite in der Technik. Hinter der Bühne muss alles an seinem Platz sein. Gerade bei einer Premiere ist das besonders wichtig. In 1,5 Stunden beginnt unsere Aufführung. Ich muss jetzt noch mal alles durchgehen. Die Kostüme, die Maske und die Technik. Noch schnell schick machen und dann geht's auch schon los. Bei den Tänzern steigt das Lampenfieber. Stéphane de Lattre versucht zu beruhigen und macht allen Mut. Enjoy. Auch Stéphane ist aufgeregt, doch das lässt er sich nicht anmerken. Ich versuche, meine Emotionen zu unterdrücken und fokussiert zu bleiben. Aufmerksam, kritisch, aber immer positiv. Alles muss laufen. Alles wird heute der Show untergeordnet. Stéphane de Lattre versucht mit tänzerischen Mitteln aktuelle Fragen aufzugreifen. In der Kritik der übermäßige Konsum der Gesellschaft. Die Gefahr, der Mensch, das Individuum geht dabei verloren. Die Kammerspiele ausverkauft, das Publikum begeistert. Der Ausdruck, den Sie beim Tanzen rüberbringen, das ist einfach beeindruckend zuzuschauen. Es ist eine unheimlich tolle Bewegungssprache. Und das gefällt mir besonders gut. Mir gefällt einfach so die Übersetzung von den seinen Gedanken, die er hat, in den Tanz rein, wo ich wirklich oft denke, ja, das verstehe ich jetzt einfach. De Lattre nimmt auf der Bühne symbolisch Bezug auf das aktuelle Weltgeschehen. Der Mensch dehnt seinen Lebensraum aus, stößt dadurch an die Grenzen der anderen. Das führt zu Konflikten, die Eskalation und Gewalt nach sich ziehen. Dann herrscht Krieg. Was für eine Premiere. Standing Ovations. Im Mittelpunkt Stéphane de Lattre. Und der weiß ganz genau, wem er seinen Erfolg zu verdanken hat. Alle sind sie jetzt aufgekratzt, doch der Chef behält einen kühlen Kopf. Ich bin erleichtert. Es waren 8 Wochen harte Arbeit und ich bin jetzt froh, dass alles so gut geklappt hat. Jetzt nach der Premiere können wir ans Feintuning gehen und uns von Vorstellung zu Vorstellung noch weiter steigern. Eine Stunde später, Premierenfeier. Die de Lattre Dance Company, ein außergewöhnliches Ballettensemble mit einem außergewöhnlichen Chef.